Ey, was meinst du, wenn du dem zu viel gibst, dann hast du einen Kolbenklemmer, Junge. Dann ist richtig. Let's go, let's go, let's go. Junge, Champ Eskalation. Was geht? Was geht? Was geht ab? Willst du vielleicht Akahori buchen? Das klingt weird. Ich bin Akahoris Manager. Für? Das klingt noch weirder. Yep. Der kann alles, ha? Also so. Oh mein Gott, Alter. Nein. Das macht's auf jeden Fall gerade nicht besser. Also ich meine, so sein Rap-Ding so, ha? Aber wenn du dich für andere Künstler haben willst, ha? Der kann so kein Problem sein. Also. Okay. Ist es Tomek? Ist es... Nee. Wie heißt der nicht? Heißt der nicht... Nee, nicht Tyrese? Tyrese? Oder ist was das schon... Aktien? Oder, ich dachte, das geht jetzt um was anderes. Oder ist das schon klar, dass ihr beide Aktien füreinander habt, aber jetzt, da du ja jetzt nicht mehr da bist, gestaltet sich das halt als sehr schwierig. Ist das der Punkt, der schwierig ist? Er seit einem Monat nicht da war. Eine Mischung aus beidem, ich glaube. Okay. Oder sie ist mit ihm zusammen und er darf nichts davon wissen. Ah ja. Gero, danke schön für deinen Prime Sub. Herzlich willkommen. Aktie. Schön, dass du da. Ja, das musst du. Das musst du sie fragen. Da hat jeder seinen eigenen Preis, Ronny. Ja, bei welchen sind das denn? Bei Claire kostet eine Aktie $100. Das weiß ich. Ich kann der ganzen Sache jetzt nicht so folgen. Wir gucken mal, ob wir eine für dich finden, Ronny. Achso, ja. Was, eine Aktie? Ja. Nein. Genau, eine Aktie, ja. Eine Aktie. Sagen wir jetzt mal so, frag mich alles von Autos, bei allen anderen habe ich keine Ahnung. Wie muss das Heck sein? Ich wusste es. Wie das Heck vom Auto? Ja, klar. Das ja. Kommt halt immer auf die Rücklichter an, ne? Das muss halt alles zusammenpassen. Ist auch so. Wie sieht's mit der Kolbenreinigung aus? Also, jetzt habe ich das alles verpasst. Wie sieht's mit der Frontschürze aus, Ronny? So hätten wir noch nicht. Wie gesagt, also ich habe ja gesagt, es geht erstmal ums Innere, um den Motor und so. Aber also du willst am besten einen Neuwagen haben, oder? Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Er will viel zu schrauben haben. Muss nicht sein. Also, Isaac, also willst du doch was haben, was schon eingefahren ist? So ein Bastlerprojekt ist das Richtige, glaube ich. Ja, er will Auspuff montieren, Auspuff demontieren. Ja. Ich meine, manchmal muss man dir auch einfach mal ein gescheites Rohr drunter legen. Richtig. Alter, da ist der 31er. Fick den mal richtig. Also du willst keinen Neuwagen haben, Ronny. Du willst was haben, was schon eingefahren ist. das kommt ja immer aufs Auto selbst an. Und das ist richtig. Wie gesagt, also wie viele Vorbesitzer ist denn okay? Einer, drei oder willst du 10 Vorbesitzer? Ja, nee, ey. Höchstens einer, sonst mindert das den Wert. Okay. Mit Checkheft? Nee, muss nicht unbedingt Checkheft gepflegt sein, weil da kann ich auch selber dran was machen. Okay, also ein Vorbesitzer höchstens. Ja, entweder, weil sonst das Problem ist, wenn du das weiter verkaufen willst. Dann sind hier alle raus. Ich kenne kein Auto, was nur einen Vorbesitzer hat. Das ist fast unmöglich. Die haben mindestens 5 oder mehr. Was ist denn? Man liebt denn keiner mehr so ein Auto? Nee, die machen alle nur mehr. Also die geben alle nur Gas, sagen wir so. Die geben alle nur Gas. Weißt du, Ronny, rechts ist Gas, weißt du doch. Bleifuß. Ja, sicher, habe ich ja auch schon mal gern, aber... Von einer Koje in die andere, mit Vollspeed, im Drift. Ja, man muss doch auch ein Auto, ja, kannst du alles machen, man muss doch so ein Auto auch mal pflegen. Ja. Ja, aber das ist wie so ein Drive-In, weißt du? Kurz holen, weiterfahren. Das macht man doch nicht mit dem Auto, ey, was seid ihr denn für Leute? Okay, also ich hab gehört, du möchtest ein japanisches Modell haben, ja? Mit einem Vorbesitzer Maximum. Ja, ich mag japanische Modelle, aber... Ich habe auch nichts gegen Deutsche oder sonst irgendwas. Okay, also aber Best Case wäre ein japanisches Modell, ja? Sicher, ey, sag mal so ein Nissan, der ist schon lecker. Okay, japanisches Modell mit mindestens einem Vorbesitzer, okay. Sprachen lernen, Bubble. Mit einer ordentlichen, das wird bei japanischen Modellen und Frontschürzen ist immer ein schwieriges Ding, ne? So, ey, wenn du so ein GTR anguckst, der hat schon eine richtig dicke Frontschürze. Ja, okay. Also soll auf jeden Fall eine Schürze dran sein, sagst du. Ja, sicher. Ohne ist so auch kacke. Tiefer gelegt, oder? Ja, die sind meistens tiefer gelegt, ne? Die Frontschürze. Nee, das Modell. Groß oder klein? Also, auf dem Boden muss es immer. Also das ganze Auto, ich meine nicht die Frontschürze. Ja. Das sieht doch bescheuert aus. Was sagst du, wie viel Power haben? Also, was für eine Leistung? Muss ordentlich Meter machen, oder?
Ey, Leistung ist alles. Weißt du doch, wenn du durchdrückst, da muss doch was kommen. Ja. Was sagst du zum Baujahr? Warum lacht ihr denn immer alle so, ey? Wir reden doch von Autos. Ja, so. Ja. Ja. Was sagst du denn zum Baujahr? Oh, welches Baujahr ist denn das Beste? Weiß ich nicht, ey. So 90er, da waren schon ganz schöne dabei. Okay, also sagst du so 19 Jahre alt ist ganz gut. Hä, hey, welchem Jahr sind wir denn gerade? Nee, er meint 1990 oder so. Ach so. Ja. Ja. Also 29. Das wäre dann, ja, das ist ja dann schon mein Alter, so in dem Dreh. Also willst du so in deinem Alter haben? Oder stehst du eher so auf Ältere? Aber das ist gut, ey. Hätte mir jetzt ein jüngeres Modell gesagt, dann hätten wir hier ernsthafte Probleme gekriegt. Hey, Scheiße, hätte, ich hab da doch schon hier vorgesorgt. Hey, wie kommst du denn da drauf? Ja, ich weil, bin doch Ronny. Ja, oldschool halt, weißt du doch. Ne? Man muss schon ältere Modelle haben. Die dürfen nicht zu jung sein. Die müssen mindestens 20 Jahre alt sein. Oder ja, älter. Ob wir das einhalten können mit dem 20 Jahre? Hey, du musst halt schon gucken, dass du dem Auto noch richtig was geben kannst, ne? Ja. Bringt ja nichts, wenn du da reinlatscht und fällt alles ab. Richtig. Dafür darf es dann aber auch wiederum nicht zu alt sein, ne? Weil, weißt du ja. Das klappert alles. Richtig, wenn es Oldtimer ist, dann kannst du nicht mehr alles geben. Ja, sicher. Dann musst das halt nur, du musst halt nur pflegen, dann steckst du nur Geld rein. Dann kannst du alles vergessen. Was, richtig. Wie sieht das mit Kosmetik aus, so, weißt du, so Lackierung und so? Also wenn, ich sag mal so, je nach Modell hast du ja schon mal so ein paar Roststellen. Also da kann man schon, da darf man schon mal ein bisschen kosmetisch dran gehen. Das sieht ja kacke aus, wenn du so, ja, wenn du irgendwas abblättert, dann ist da Rost drunter. Wie viel Liter soll die, wie viel Liter soll es denn schlucken? Wirklich? Das ist halt, das Problem ist halt, wenn du halt ordentlich Dampf drin haben willst, dann schluckt der natürlich auch mehr. Ja, wie viel denn? Also 10 Liter können schon sein. Gut. Also das geht auf jeden Fall. Also da finden wir auf jeden Fall ein Modell, was das schafft. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oh, Amy. Ja, wenn es mal ein bisschen mehr ist, wenn man mehr reinlatscht, dann ist es auch. Ja, kann auch mal auf 15 Liter hochgehen. Was gibt's denn zu lachen? Ey, du kennst es auch, wenn du einen dicken Hobel fährst. Ja? Da können auch mal 15 Liter drin sein, ne? Je nachdem. Alter. Ich weiß nicht, was hier so lustig ist, ey. Wir reden über meine Lieblingsbeschäftigung. Weißt du, ich reparier eure ganzen Autos und dann lacht ihr über mich. Nein, wir lachen nicht über dich, Ronny. Wir lachen mit dir. Kann das auch Kunstleder sein oder soll das schon original echtes sein, so? Nee, das kann auch Kunstleder sein. Kommt halt immer drauf an, ne? Das ist halt schwierig, wenn Leder in die Jahre gekommen ist, ne? Und alte Lederhaut. Ja. Ja, ich meine, da gibt's ja Pflegemittel, ne? Ja, stimmt. Die kannst dann in den Sitz einmassieren. Ansonsten habe ich auch noch meine Poliermaschine im Auto. Immer dabei. Ja. Wie viele Umdrehungen macht die so? Hast du eben gesehen, oder nicht? Nee, ich habe mir richtig hingeguckt. Aber das Gute ist natürlich. Nee, ich sag mal so, wenn natürlich mal Flecken aufs Leder spritzen, das ist das Gute am Leder, das kannst du schnell wieder abwischen. Das ist so richtig. Bitte, auf. Womit denn? Wie ist das so, willst du das Auto, also den Lack zum Beispiel so, willst du lieber, dass der sich selber reinigt, so, dass der schön mit gewachst ist und so, oder machst du dann lieber selber sauber so? Jetzt. Ah, kommt drauf an, ne? Abends in der Garage, wenn man einen geparkt hat, da kann man auch schon mal schön so, da gibt's extra Öl und so für die Sitze und alles. Da muss schon mal Pflege dran. Dann lege ich auch schon mal gern selbst Hand an. Weil dann muss es auch Bescheid sein. Nee, der muss doch was wissen. Macht der Mist das auch? Krieg ich von euch jetzt ein Auto geschenkt? Ja, sowas in der Art, ja. Wir gucken mal, ob wir was Passendes finden. Ronny, wir organisieren da gerade ein bisschen was hinter den Kulissen für dich. Oh, warte, das war falsch. Was denn? Was ist es für ein Auto? Ja, das siehst du gleich. Das ist aus den 90ern. Eins aus den 90ern und außerdem, du bist... Ja. Gleich, du bist ja Fachmann, das heißt, wenn du das Auto gleich siehst, dann wirst du uns mal sagen, was das ist für ein Modell und was da dran gemacht wurde und was da noch nicht dran gemacht wurde und so weiter und so fort. Ich habe ja so ein bisschen,
so ein bisschen so eine, ich will ja so eine Japaner-Sammlung haben. Ne? Ja. Hey, das darfst du aber nicht laut sagen, nicht mehr als ein. Wieso? Lass uns nicht im Kopf sein. Ich warte aber noch auf Steuergerät von meinem GTR. Ja, ja, übertreib das nicht, nicht so viele. Robbe oder was? Das ist ein Meerschwein. Robbe! Robbe! Ja, eine Robbe passt ganz gut. Ein Seeelefant ist das. Okay. Nimmst du denn die guten Pirellis oder? Nee, ich bin eher für Hankook. Für was für einen Kopf? Also ich schwöre auf Pirelli, ne? Was ist denn ein Hankook für falsch? Die Evo V12, die kleben richtig. Sicher. Also Pirelli haben wir alle hier. Wenn ihr da voll eine Kurve rammelt. So Kurven kann, aber Kurven musst du ein bisschen aufpassen, ne? Nicht, dass nachher noch zum Unfall kommt und dir. Die darf auch nicht zu eng sein, die und, Kurve, ne? Und du dir den Schweller brichst oder so, ja? Ja, oder der Pirelli platzt. Gott sei Dank, so ein Reifenplatz ist halt auch scheiße, ne? Ey, was meinst du, wenn du dem zu viel gibst, dann hast du einen Kolbenklemmer, Junge? Das ist richtig schwer. Kolbenklemmer wäre natürlich das Ungünstigste, glaube ich. Oh Gott, oh Gott. Kannst du erstmal eine Zeit lang nicht mit dem Ding fahren, hast du? Da kannst du auf jeden Fall ein paar Wochen nicht reinlatschen, ne? Das ist auf jeden Fall sicher. Wobei, es gibt auch Frauen, die auf Autos stehen, so ist das nicht. Aber warum repariere ich eigentlich die Autos, wenn ihr so wie ihr hier fragt, der könnte bald selber alle Autos reparieren? Theorie nee, ist ja immer einfach, ne, aber die Praxis nicht. Da, Ronny, ich habe dein Problem gelöst. Was für ein Problem? Ich habe das, was du suchst. Guck mal, das 90er ist Esme, Japaner, oder? Baujahr 95, Volllederausstattung und jetzt darf ich ein Date mit dir. Was für ein Auto denn? Wenn sie die Schuhe auszieht, ist nein, sie die Dame da mit den lila Haaren. Was? Die ist gerade frisch am Flughafen angekommen. So. Kurze Frage. Eine ganz wichtige Frage. Haben wir gerade nicht über Autos gesprochen? Ja, doch. Doch. Teilweise. Doch. Mehr oder weniger. Komm mal hier mit in die Runde, Lady. Wie heißt du denn? Komm mal rein. Dankeschön. Jetzt bin ich noch mehr verwirrt, als ich eh schon war. Wer bist du denn? Ich bin Esmir. Esmir, okay. Gut, das ist Ronny Esmir. Hallo Ronny. Hallo Esmir. Ronny Esmir. 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 Entschuldigung. Und Ronny kennt sich hier gut aus. Der wird dir gerne alles zeigen, was hier so abgeht. Was soll ich denn da zeigen? Eine Rundführung durch die Stadt, was man hier so machen kann, wo es was gibt und so weiter und so fort. Du bist und ja. Hier ein Eis essen und genau. So. Genau. Du kennst doch nicht so viele Leute, oder? No, ich bin hallo. Eben aufgewacht. Mach Ronny, kleiner Flughafen. Tipp, nicht mit der Hafenrunde anfangen. Magst du Autos? Ja, sie, ich mag Autos. Was für eins? Was ist da so dein Lieblingsauto oder welche Marke oder sowas? Oh, da habe ich schon ganz viele. Na, hau mal ein bisschen was raus. No, ich mag den Audi RS. Ich mag den Toyota GT86. Aha, Toyota. Ronny, was hast du dazu? No, da das mag ist ein ich, schönes Auto. Da mag ich noch Honda Civic. Ja gut, da bin ich schon wieder raus. Die Honda-Fahrer, die haben immer so komische Eigenschaften. So schnell rein raus. Okay, kannst du da auch selber Hand anlegen so? No, also mein Führerschein ist hier nicht gültig. Ah, okay. Muss ich wohl machen. Gut, also brauchst du jemanden, der das für dich macht. Warum für mich macht? Schalten? Ja, oder ja wenn da mal was kaputt geht. Fahren, alles. Schalten. Also ich kann auf jeden Fall, also ich bin im Schrauben richtig gut. Das ist der beste Schrauber hier. Da wäre ich mir nicht so sicher. Doch. Wieso? Doch, der ist richtig gut. Weiß nicht. Da fahren alle unsere Autos ran. Ja, ist so. Wir brauchen einen neuen Akku. Ja, dann zeig ihr doch mal, wo man Akkus kaufen kann. Und ein Telefon. Und ein Handyvertrag. Hast du schon einen Handyvertrag? No, ich hab gar nichts. Soll ich dir zeigen, wo man so einen Handyvertrag bekommt? Weil ich muss da jetzt einen Akku kaufen. Ja, warum nicht? Okay. Dann viel Spaß, ha? Bis gleich, ne? Jo, bis gleich. Tschüss.
Bitch, I got problems, or problems are sober. My run through the money, the press will be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The foe in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems, or problems are sober. My run through the money, the press will be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage.